Herr Dr. Seifert, an der Thorax- und Gefäßchirurgie gibt es einige Neuerungen. Was können Sie berichten? Wir sind sehr stolz darüber, berichten zu können, als allererstes, dass wir die Rezertifizierung zum interdisziplinären Gefäßzentrum bestanden haben, dass wir jetzt seit diesem Jahr von allen drei Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Angiologie, Gefäßchirurgie und auch Radiologie, als interdisziplinäres Gefäßzentrum zertifiziert worden sind. Das gibt sehr viele Möglichkeiten und ist letztlich auch ein Ausdruck für unsere Arbeit für der letzten Jahre. Was gibt es noch Neues? Es gibt eine ganze Reihe an neuen Dingen, die in der Klinik selbst stattgefunden haben. Wir haben so unsere gesamten Stationen neu sanieren dürfen, haben jetzt ganz tolle Bedingungen für unsere Patienten, haben die Patientenzimmer komplett neu ausgestattet, sowohl farblich als auch letztlich ausstattungstechnisch. Die Patienten haben jetzt Internet am Bett, können jetzt von selbst quasi in der Welt surfen. Wir haben einen neuen Lounge-Bereich in allen Stationen einrichten können. Was noch neu dazu gekommen ist, ist eine bessere Präsentation unserer Klinik auf der Station selbst und auch des Personals. Und was ganz neu dazu gekommen ist, ist eine neue Technologie, nämlich die mit mobilen Geräten am Patientenbett Zugriff auf die elektronische Patientenakte zu haben, letztlich tatsächlich dem Patienten Befunde zeigen zu können, selbst am Bett mit allen Ärzten gemeinsam sprechen zu können über die Befunde, alle Befunde sofort zur Verfügung zu haben, letztlich an dieser Stelle auch sofort auf neue Befunde zugreifen zu können und mit dem Patienten die direkt am Bett zu besprechen. Diese Technologie ist tatsächlich ganz neu, weil elektronische Patientenakte jederzeit verfügbar, an jeder Stelle im Klinikum, ist ein ganz großer Schritt nach vorne und letztlich muss man sagen, eigentlich die Zukunft dessen, was wir in der Medizintechnik am Patientenbett mittlerweile machen können. Können wir noch mal einmal zurückgehen auf die Rezertifizierung? Was bedeutet es, um diese zu erlangen und welche Vorteile hat der Patient davon? Die Rezertifizierung als interdisziplinäres Gefäßzentrum bedeutet in allererster Linie, dass wir nachweisen konnten, dass wir als Gefäßzentrum tatsächlich arbeiten. Das heißt, dass wir die strukturellen Voraussetzungen als auch die personellen und technischen Voraussetzungen tatsächlich in Chemnitz haben, um als interdisziplinäres Gefäßzentrum Patienten optimal behandeln zu können. Dazu benötigen Sie nicht nur das entsprechende Personal, Sie benötigen dazu eine ganz bestimmte technische Ausstattung und Sie müssen vor allem eine gewisse Größe haben, die es Ihnen erlaubt, bestimmte Erkrankungen auch in einem größeren Umfang zu behandeln. Für uns ist das hier in Chemnitz ganz wichtig und ganz klar, natürlich die Versorgung von Gefäßanomalien im Bereich der Hauptschlagader, das heißt Aneurysmen in jeder Form, sowohl im Brustkorb als auch im Bauchbereich. Dadurch, dass wir uns spezialisiert haben, in der Versorgung, vor allem auch in der endovaskulären Versorgung der Aortenaneurysmen, haben wir hier nachweisen können in der Zertifizierung, dass wir tatsächlich regional das größte Zentrum sind. Was bedeutet es noch? Es bedeutet, dass die Patienten sich darauf verlassen können, dass sie hier an diesem Zentrum Qualität bekommen, dass sie hier an diesem Zentrum das gesamte Spektrum der konventionellen und auch endovaskulären Gefäßmedizin bekommen und sie können sich darauf verlassen, dass wir immer zu jedem Patienten interdisziplinär einen ganz individuellen Behandlungsplan erstellen, der letztlich das Optimum darstellt, dessen, was man heutzutage nach Stand der Technik und Stand der Wissenschaft dem Patienten in der Gefäßmedizin anbieten kann. Das heißt also, Patienten mit welchem Befund oder beziehungsweise aus welchem Grund sollten unbedingt ins Klinikum Chemnitz kommen und nicht zu den Wettbewerbskliniken gehen, wie man ja jetzt vor einigen Tagen in der Presse lesen konnte? Ja. Also Patienten natürlich mit Veränderungen im Bereich der Hauptschlagader, also Aneurysmen, Bauchaortenaneurysmen, thorakale Aneurysmen, Patienten mit einer arteriellen Verschlusserkrankung in jedem Stadium. Wir haben uns spezialisiert auf die Versorgung des diabetischen Fußes. Wir sind das größte Zentrum in der Hämodialyse-Schandchirurgie. Wir sind eines der wenigen Zentren, die bei tiefen Becken- und Beinvenenthrombosen operativ neueste Techniken einsetzen können. Das sind alles Merkmale, die so in dieser Breite und in dieser Form in der Umgebung nicht angeboten werden. Das kann man als Alleinstellungsmerkmal bezeichnen? Ja.
im Hintergrund steht die Möglichkeit am Klinikum in Chemnitz, dass wir zwei Hybrid-Operationssäle zur Verfügung haben mit neuester Technologie. Wir haben eine einmalige Situation in Chemnitz, wo wir tatsächlich einen Großhybrid-Operationssaal und einen sogenannten mobilen Hybrid-Operationssaal in Praxis umgesetzt haben. Das ermöglicht uns parallel, und da sind wir in der Gefäßchirurgie und in der endovaskulären Chirurgie tatsächlich eine der größeren Kliniken, am Tag drei oder mehr Operationssäle mit auf hohem Niveau laufen zu lassen und in diesen zu operieren. Und dort haben wir Technologien zur Verfügung, die so nicht einfach in jedem Krankenhaus zur Verfügung sind. Genannt dabei sei als erstes die 3D-Technologie, die Fusionstechnologie von CT und Angiografie, die Technologie, und das ist auch eines unserer letztlich Alleinstellungsmerkmale, nämlich die Technologie, alle Eingriffe endovaskulär auch mit CO2-Technologie zu machen. Das heißt, wir benutzen in der Regel in diesen Bereichen, in den Gefäßabschnitten, wo es funktioniert, benutzen wir Kohlendioxid als Kontrastmittel und nicht herkömmliches iodhaltiges Kontrastmittel. Das versetzt uns in die Lage, auch Patienten zu therapieren, deren Nierenfunktion eine normale Therapie mit iodhaltigen Kontrastmitteln nicht erlaubt. Und diese Technologie in dieser Form ist tatsächlich überregional auch anerkannt. Auch wir als Zentrum anerkannt. Wir machen jedes Jahr einen Weiterbildungskurs, sind die einzigen, die deutschlandweit einen solchen Kurs anbieten, und haben diese Technologie auch mit selbst weiterentwickelt und haben die Technik dafür auch entwickelt.